ich fand mit am aller schwierigsten überhaupt bei der Hochzeit Thema Fotograf. Muss ich ganz ehrlich sagen, einen Fotografen zu finden, ne, der genau das auf den Punkt bringt, diese Emotionen rüberbringt und ja, also so. So wie du es halt auch gemacht hast. Dann genau, auf den Bildern so rüberzubringen, wie ich mir das vorstelle und wie der Tag war, das fand ich ganz schwierig, da jemanden zu finden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin da so froh, dass wir auf dich dann gekommen sind. Und ich kann mich noch genau an unser erstes Telefonat erinnern. Ich glaube, wir haben eine Stunde telefoniert. Und da wusste ich, das passt. Das war echt, da haben wir auch ewig lange dran rumgemacht, ja, an diesem Thema Fotograf. Und ich hatte so Angst, dass wir keinen guten Fotograf finden, der das so rüberbringt auf den Bildern. Dass, wenn man immer diese Bilder anschaut, dass man immer wieder dieses Gefühl von dem Tag hat. Und das, ja, das hast du geschafft. So. Mehr wollte ich gar nicht sagen eigentlich. Das war echt, das hat sofort gepasst und ich fand es auch so toll, du warst da, aber du warst überhaupt nicht präsent als Fotografin, sage ich mal. Also weißt du, wie ich meine? Du bist nicht da ständig rumgerannt und hast gesagt, ja, jetzt stell dich mal so hin und jetzt lach mal so und mach mal so, sondern du hast den Moment eingefangen und den Moment fotografiert. Das, was uns auch wichtig war. Das war uns so wichtig. Und du bist, also auch ganz viele der Gäste sagen, du bist gar nicht aufgefallen. Also wo wirklich sagen, da war gar kein Fotograf. Also weißt du, wie ich meine? Weil du halt so, du warst ein Teil der Gesellschaft, genau, auch und nicht nur eine Fotografin. Ja, ja. Du hast dazugehört zu unserer Feier. Und ich fand halt auch total gut, dass du das anbietest mit dieser, wie heißt das, Hochzeitsreportage, ja, ne? Weil das war das, was wir auch wollten, ne? Nicht nur einfach für 3 Stunden Fotograf buchen und nur diese, stellt euch mal links und rechts neben den Baum und lacht mal Fotos, sondern den ganzen Tag eben begleitet haben wollten, ne? Und was mir auch unheimlich wichtig war, ich wollte ja nicht irgendwie da 3 Stunden weg sein und ein paar Shooting machen. Und das fand ich so toll. Wir haben immer mal wieder einfach ein paar Shooting gemacht. Einfach mal da ein paar Minütchen, ich stell da mal ganz kurz und das ist ganz cool. Und mal irgendwie 20, 30 Minütchen da im Garten oder so. Das war, zack, wir waren immer da. Wir waren nie großartig weg von unseren Gästen. Und das fand ich auch total, ja, tolle. Weil die Zeit halt so wertvoll ist. Dann ja. Auch, ja. Willst du jetzt noch was sagen? Ja, ich fand es einfach auch super, dass du die Momente so eingefangen hast, wie sie waren. Ja, fand ich auch. Und es nicht einfach so was Gestelltes war, was uns dann auch im Endeffekt ja nicht ausmacht. Weil wenn das so eine gestellte Situation ist, dann denke ich mir Jahre später, wenn ich mir das Bild anschaue, okay, wie war das jetzt arrangiert? Ja. Aber nicht so, okay, was haben wir in dem Moment für Emotionen gehabt? Und das hast du super eingefangen bei den Bildern. Ja, gerade auch, wenn ich an die Bilder denke, wo wir da im Hof standen, wo wir wirklich alle spontan gesungen haben mit Fabian. Wenn ich mir die angucke, also da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, weil genau dieser Moment eingefangen ist. Genau, diese ganzen Gefühle und Emotionen hast du eingefangen. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, ist man genau wieder in dem Moment, in dieser Situation. Und ich schaue mir so gerne diese Bilder an. Ich liebe sie einfach. Also es ist wirklich genauso wie auch das Fotobuch. Also wir haben ja so lange überlegt mit diesem Hochzeitsalbum und haben ja eigentlich schon vorher schon gleich gesagt, nee, sowas brauchen wir nicht, sowas wollen wir gar nicht. Und dann haben wir deine aber gesehen und haben gedacht, vielleicht ja aber doch. Und ich bin froh, dass wir eins haben, weil wie oft haben wir uns das jetzt schon angeschaut? Also ich. Und dann halt gerade mal auf Oma und Opa gezeigt, die jetzt nicht die Bilder online sich so angeschaut haben. Und das ist halt auch toll, dass da einfach ein paar ausgewählte Bilder drin sind. Das Buch eine gute Qualität vom Einband und so hat. Das total fühlt sich Wahnsinn. Toll an. Mit dieser Holzkiste auch. Und wenn man das alles so anfühlt und Wahnsinn, total geil. Das ist eigentlich. Und also ich würde dich immer wieder buchen. Ja.